Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehe ich den Kamphauser Schachtweg Nummer 3. Er ist etwa 10 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Hallo und guten Morgen. Heute bin ich alleine unterwegs, weil die Sarah arbeiten gehen muss und ich noch eine Woche Urlaub habe. Die GPS-Datei, die ich mir runtergeladen habe, scheint nicht mehr aktuell zu sein, denn die Wegführung hat sich geändert. Momentan laufe ich durch Brefeld durch. Dies ist ein Ortsteil von Sulzbach. Im Herbst ist es einfach richtig idyllisch im Wald, mit den schönen bunten Farben. Daumen hoch! Momentan laufe ich durch ein Wohngebiet von Fischbach. Es sind jetzt noch etwa 3 Kilometer und dann bin ich schon wieder am Auto. Der Weg lässt sich sehr gut gehen, ist auch für Anfänger geeignet. Highlights gibt es auf dieser Tour nicht, braucht man ja auch nicht unbedingt. Das letzte Teilstück ging durch das Wohngebiet Fischbach, das ging ja noch, danach aber über eine Landstraße. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Noch etwa 1 Kilometer, dann bin ich am Auto. Ich bedanke mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr wollt, lasst doch einfach mal ein kostenloses Abo da. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehe ich den Kamphauser Schachtweg Nummer 3. Er ist etwa 10 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so... Hallo und guten Morgen. Heute bin ich alleine unterwegs, da die Sarah arbeiten muss und ich noch... Bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein kostenloses Abo dagelassen habt...